Guten Morgen. Wie geht's euch? Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht. Es ist noch ganz früh, es ist 7:45 Uhr. Ich mache gerade Frühstück. Rührtofu gibt es heute. Denn Bert hat heute Vormittag frei, weil heute ist ja Einschulung. Calvino kommt in die 5. Klasse. Und das fängt erst um, weiß ich nicht, 10:45 Uhr oder so an. Das ist so getrennt alles heute. Wegen dem Corona-Smurfy. Hey, musst du auf? Der will die Umzugskartons zerstören. Ja, wegen Corona fängt das alles später an. Und deswegen haben wir jetzt hier noch Zeit, dass wir ganz in Ruhe frühstücken können. Und ich habe heute mal die Kamera rausgeholt, weil mittlerweile ist mir selber beim Schneiden der Ton auf den Keks gegangen vom Handy. Deswegen heute mit der Kamera. So, jetzt ist so langsam auch die Hitzewelle vorbei, hoffe ich. Hier drin ist es immer noch warm. Wir haben 27,2 Grad. Und das, obwohl ich heute Nacht die Fenster aufgelassen habe. Zum Glück kühlt es sich ja nachts runter. Gestern Abend hatten wir 29 Grad hier drin. Wir haben ja so einen Bodenstandventilator. Der ist richtig gut, der macht richtig Turbo-Wind. Der ist jetzt nur auf 1 gestellt. Aber wenn er auf 3 steht, dann durchwirbelt er die ganze Luft hier in Küche und Wohnzimmer. Und deswegen haben wir uns davon noch einen bestellt. Weil der so super ist. In der Hoffnung, dass keiner mehr leiden muss. Schwitzen muss. Und Bert ist eben einkaufen gegangen. Jetzt, wo es so kühl ist, dann geht das noch. Und ja, Calvino schläft noch. Der genießt das noch, dass er heute ein bisschen länger kann. Und morgen geht es ja dann los mit der Schule wieder. Bin mal gespannt, wie die neue Schule so ist. Ich glaube, ich bin aufgeregter als Calvino auf den Schulanfang, auf die neue Klasse. Ich packe hier schon seine Sachen. Oh. Das ist jetzt ein bisschen sehr lieb. Die brauchen jetzt in der ersten Woche noch nicht so viel mitnehmen. Deswegen habe ich nur so einen Rucksack jetzt fertig gemacht. Für ihn. Mit den wichtigsten Sachen. Die sollten nur einen College-Block mitnehmen. Und ja, so Etui mit Schere und Klebe und sowas. Und die Lehrer, die hatten extra in den Ferien einen Brief geschrieben. Da haben die sich vorgestellt. Und dass sie auch, also eine Lehrerin ist auch neu in der Schule jetzt nach den Ferien. Das haben die echt schön gemacht. So. Und dann hier. Hatte der Bernd schon geholt als besonderes Getränk für den ersten Schultag. Die mag Kalle so gerne. Ja. Habe ich ihm 5 Euro mitgegeben. Kann er noch ein Eis essen gehen, wenn er möchte, nach der Schule mit seinen Freunden. So, jetzt geht's gleich los. Frühstückstisch ist gedeckt. Ich hoffe, ich habe alles. Ein Brot mache ich jetzt gleich noch für Calvino, was er mitnehmen kann. So, die sind voll super, diese Lunch-Dinger. Die habe ich schon im letzten Schuljahr geholt. Und dann kann man hier auch noch aufmachen. Dann mache ich hier immer das große Brot rein oder Brötchen. Und hier gibt es dann so Möhrchen, Paprika, Äpfel, was auch immer mir so einfällt. Oder auch mal ein Stück Schokolade. Und dann kann man das halt wieder so zumachen. Zack, zack. Und die ist schön praktisch. Ich habe noch eine. Die ist allerdings etwas unhandlicher. Die ist sehr groß und die ist auch schon kaputt gegangen. Hier, da ist ein Loch. Die ist nicht so gut. Hallo. Hallo. Aber, ja. Kann ich so mit der Frisur gehen? Das sieht super aus. Findest du? Ja. Okay. Aber hier kann man auch so Joghurt mitnehmen oder ein Salatdressing. Das finde ich ganz gut. Aber insgesamt ist die nicht so gut. Vielleicht für Erwachsene, für die Arbeit. Ja. Kann ich euch gerne mal beide verlinken. Aber ich bevorzuge echt diese hier. Systema Lunch Cube.
Warte. Nee, da nicht. Das habe ich hier. Dahinter, hier ist so ein Fach. Ah. Da ist Handy und Schlüssel drin. Okay. Na? Und da ist der Rest. Da ist der Rest. Hier sind die ganzen, dein Zeugnis und so, was du brauchst nachher. Ja. Und jetzt gucken wir noch nach deiner Brille. Die müsste nämlich noch hier sein. Ja. Müssen wir unbedingt eine neue holen. Tada. Oh, so. Die ist so schmuddelig. Zeig mal. Ey, ich bin im Video. Hier sag mal, hallo. Du willst auch selber YouTuber werden. Aber ich möchte ohne Facecam machen. Verstehe das doch. Das ist schwierig für mich. So. Wir müssen eine neue holen. So. Leute, es geht los zur Schule. Die zweite Einschulung. Es ist so heiß. Bernd bleibt mit dem Hund zu Hause. Wegen der Hitze. Weil er wahrscheinlich draußen warten möchte. Wer möchte nicht draußen warten? Bernd. Ja, bei der Hitze ist das ja auch total ätzend, ne? Ich mache mal die Haare hier hoch. Ich bin so am Schwitzen. Ich bin extra ein bisschen ehrlos gefahren. Dass wir auch auf jeden Fall Parkplatz kriegen. Sitz noch weiter nach vorne. So. Okidoki. Bisschen Rollo noch hoch. Hallo, wieder zu Hause. Ich habe schon ein bisschen länger zu Hause. Aber ich musste mich erst ein bisschen akklimatisieren. Das war so heiß da in der Turnhalle. Oh Gott. Also es war eine super schöne Rede. Super netter Schulleiter, tolle Lehrerin, also so der erste Eindruck halt. Einschulung abgeschlossen. Die sind ja dann da in den Klassen gewackelt, die Kinder, und sind ja schon groß und können alleine nach Hause kommen gleich. Und dann bin ich erstmal hier hingekommen, habe 1 Liter Eiswasser getrunken, befrieren immer so Wasserflaschen ein und dann ist das richtig kühl, wenn wir das dann trinken. Das habe ich getrunken, weil ich habe natürlich mein Wasser hier zu Hause vergessen, wie sich das gehört. Und jetzt bin ich hier so ein bisschen am Hin- und Herräumen. Jetzt sieht es hier immer noch wüster aus. Also hier ist noch der Akkubohrer und sowas alles, weil wir jetzt so mitten in der Umzugsvorbereitung sind. Deswegen, ja, bin ich jetzt ein bisschen am Hin- und Herräumen. Mundschutz immer ganz wichtig. So. Und zwar wollte ich gleich eben wischen. Ich habe mir nämlich was gegönnt. Und zwar habe ich mir so ein Set hier bestellt bei Amazon, wo man den Mop so auswringen kann im Eimer. Hier, das kennt ihr bestimmt alle. Ich hatte sowas schon mal und ich weiß, man kann damit nicht so sauber wischen, als wenn man auf dem Boden rumkraucht. Aber dadurch, dass mein Blutdruck so niedrig ist und ich immer mit dem Schwindel so zu kämpfen habe, habe ich gedacht, da muss ich mich nicht so bücken, wenn ich damit wische. Deswegen wollte ich das gleich mal ausprobieren, weil die Alternative ist gar nicht wischen und das sieht doof aus. So, lass mich auspacken hier. Also bei Amazon kriegst du ja echt alles, ne? Ist ja der Wahnsinn. Das war gar nicht teuer, das war reduziert. Das kostet sonst, glaube ich, 30 Euro. Und das war jetzt auf 14 Euro irgendwas reduziert. Da habe ich zugeschlagen. Ich packe den Link mal unten rein. Für die, die auch noch zuschlagen wollen. Und das hier kann man sogar in der Waschmaschine waschen. Bei 60 Grad. Aber man kriegt die auch nachgekauft, steht da. Also steht da nicht nur, das habe ich auch gesehen, weil ich direkt geguckt habe. Da gab es auch noch andere, wo man so nicht selber drücken muss, sondern so pumpen und dann dreht sich das im Eimer so. Also das hier dreht sich und dann durch die Fliehkraft geht das Wasser raus. Aber da dachte ich, das geht bestimmt schnell kaputt. Deswegen den hier. Das ist aber nicht für dich. Hör mal auf. Geh mal weg. Geh weg. Soll ich dir auch einen bestellen? Aus! So. Ja, der muss halt nass sein. Mach ich nachher. Ne? Nachher probieren wir das aus. So. Achso,
Achso, und den haben wir bei Lidl bestellt. Da hatte ich euch in einem Ungarn-Video gefragt. Da hatten die nämlich so einen Mini-Grill. Da haben wir dann für Calvino immer überbacken und Brötchen aufgebacken. Und das fanden wir total praktisch. Und da hatten wir gefragt, ob ihr Tipps habt, wo wir einen guten bekommen. Was macht er? Frechdachs. So, und dann wurde uns der hier empfohlen, der ist vom Lidl. Was hat der jetzt gekostet? Also 33 Euro hat der gekostet und eigentlich wollten wir den im Shop holen, also im Lidl offline, da war der ausverkauft. Und dann haben wir aber im Lidl einen Gutschein gekriegt für den Online-Shop. Jedenfalls haben wir dann so einen Gutschein bekommen, dass wir online bestellen können, ohne Versandkosten. Und dann haben wir uns den bestellt und der ist riesengroß. Und hier die Temperatur, Ober-Unterhitze und die Minutenzahl. Komm's, Murphy. Wo willst du lang? Komm mal hier. Rein. Komm mal, sitz. Hat er gesehen, dass du was in der Hand hattest? Dann macht er das mal. So macht er. Ja. Ich habe euch den Tag, war das gestern oder so, bei Instagram erzählt. Nicht, heute Morgen war das. Ja, heute kam das Video online. Das war aber vorgestern für mich. Da habe ich euch erzählt, dass ich jetzt versuche, gelobe, mehr aktiv bei Instagram zu sein. Und viele sind schon rübergekommen zu Instagram. Ich auch. Bernd auch. Und wer Bernd folgen möchte, wie heißt du dort? Du hast dich doch umbenannt gerade. Der Herr Bernd, glaube ich. Der, dann Strich Herr und dann Bernd. Der Herr Bernd. Und der macht da originelle Fratzenbilder. Fratzenbilder. Genau, weil das kann er so gut. Ja, macht er gerne. Genau. Und ich werde euch einfach mal unter dieses Video beide verlinken, beide Instagram-Kanäle. Ich habe es zwar immer noch nicht so verstanden, den Sinn, aber ist ja egal. So, es ist jetzt Mittagshitze. Genauso sinnvoll sind wie YouTube. Facebook. Ja, oder YouTube ja auch. YouTube kannst ja noch, ne? Also kann man da auch Videos hochladen auf Instagram? Ja, kannst du auch. Du kannst kann auch. Kann ich auch Fratzenvideos sogar machen? Du kannst Fratzenvideos machen. Du kannst Fratzentänze machen. Aber Achtung, die nehmen den Tanz, also den Tanz auf, das Bild und den Ton. Das wusste ich nicht, dass es auch Ton nimmt. Ja, klar. Das ist dann in den Storys sind dann die Videos. Also demnächst Fratzenvideos zu sehen. Was wollte ich jetzt sagen? Es ist Mittagshitze. Ja, und wir gehen schön Mittagsschwitze. Im Wald spazieren. Murphy ist halt auch zu warm. Ja, der schläft der gleich wieder. Ganz Schmerz, Herz, Sehnsucht, als die beiden weggegangen sind. Aber nach 20 Sekunden mit einer Scheibe Käse war alles vergessen. Da war ihm das wieder egal. Ja. Wir haben uns ein Eis geteilt, brüderlich, schwesterlich. Was gab es für ein Eis? Ich habe die Schokolade, er die Erdbeeren und Vanille haben wir uns geteilt. Ja. Da ist er immer ganz freudig im Schnäuzchen. Mhm. Der bleibt dann aber auch einfach stehen, ne? Mhm. Warte mal, ich muss mich mal eben wälzen. Er ist noch nicht fertig. Ich soll ihn mal losmachen, sagt er. Süßes Schnäuzchen. Komm, wir gehen nach Hause. Nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Happy, fast mit dem Sprachzettel ist in der Allgemeinheit schon an. Was hat er von dir? Was denn? So wälzen. Wieso, wo wälze ich mich denn? Im Bett. Ja. Wenn wir nach dem Teiter bei der Hitze nach Hause kommen, legt der Smurfy sich immer so vor den Wassernapf. Du bist so süß. Oh, Baby. Ih, dein Wasser sieht ja jetzt aus. Das denken die Leute, wir wechseln das nie. 28 Grad. So, bei uns gibt's jetzt Salat. Ich habe mir einen riesen Salatteller gemacht mit diesem Brechbohnen, Eisberg, gelbe Paprika, Tomate, Gurke und als Dressing mache ich jetzt glückliche Frittensoße von Hans im Glück. Das ist halt so eine Mayo, Tomatenketchup. Ah.
So, das wird jetzt ordentlich geschüttelt. Ist das mein Cocktaildressing? So, ganz einfach und erfrischend und sättigend. Also, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Natürlich habe ich ja schon gesagt, dass die nicht so super wischen, als wenn ich jetzt auf dem Boden mich knie und wische, ist klar. Aber für mal eben zwischendurch ist ja echt super. Und vor allem hier im Eingang, nicht wundern, die Einkaufstüten hänge ich immer da dran, dass wenn ich wieder zum Auto gehe, dass ich sie wieder mitnehme. Dann vergesse ich die nicht. Wenn wir mit dem Hund spazieren waren und es hat geregnet, dann trocknen wir den zwar ab, aber trotzdem sind da noch die Pfoten feucht und dann ist hier schon mal so Laufspur und so. Dann habe ich mich immer geärgert. Und für mal eben schnell dann da drüber wischen, ist der echt super. Also ich werde ihn behalten und werde mir noch ein, zwei Ersatzdinger hiervon bestellen. Habt ihr Tipps, wie man die gut trocknen kann? Weil der ist ja jetzt noch nicht dreckig. Der ist zwar jetzt benutzt, aber ich würde den jetzt noch nicht waschen. Aber wenn ich den jetzt so hinstelle, habe ich Angst, dass der irgendwann muffig riecht. Wisst ihr, wie ich meine? Oder vielleicht so rum. So, weiß ich auch nicht. Habt ihr Tipps? Wie macht ihr das? Wie trocknet ihr die Dinger, die so einen haben? Ja, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und ansonsten werde ich das Video jetzt hier beenden. Meine Brille ist gar nicht hier. Denn es ist so warm jetzt, dass ich mich einfach nur noch aufs Sofa legen möchte. Und mit dem Ventilator mich bestrahlen lassen möchte vom Wind. Und ja, ich werde mich einfach morgen wieder melden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.